Hallo Leute und willkommen zurück zu Survival Games. Ui! War hier jemand? Da war keiner an der Kiste. Lol. Okay. Das ist eigentlich recht glücklich gewesen, zwei Kisten zu bekommen. Weniger glücklich ist, dass wir keine Waffe bekommen haben da drin. War der an der Kiste hier? War der auch nicht? Okay. Wir haben anscheinend ein paar Leute in der Runde, die gerne Kisten übersehen. Voila. Und wir haben Leute in der Runde, die 100 Jahre zum Sortieren brauchen und zurückgebackt werden. Ja, irgendwie zurzeit hat es echt krasse Lags auf dem Server und die haben mich schon den einen oder anderen Tod gekostet. Was hat der für eine Waffe? Hat er eine gute Waffe? Ich weiß nicht. Ja, das ist ganz gut. Er hat ja nur die Axt, heißt das TMT. TMT. Ja, das TNT macht ihm recht viel Damage, wenn er nebendran steht, und er stand einigermaßen nebendran. War jetzt nicht mittendrin, aber ging schon klar. Ich denke, dass das durchaus geholfen hat und sonst hätte knapp werden können. Weil so ein Double Hit bekommt man ganz gerne einfach so mal random in der 1.8 und ja, da muss man aufpassen. Oh, ich bin in Teams erlaubt. Da ist was bei. Die haben jetzt nicht so krass, also der eine hatte eine Waffe und schlechte Rüstung. Ist direkt losgerannt. Der andere hatte dafür oh, das war nicht so gut. So, ich versuche mir den schnell zu holen. Ich glaube, ja, er hat keine Waffe. Das ist also echt keine sinnvolle Teamaufteilung gewesen, muss man sagen. Demjenigen, der keine Rüstung hat, die Waffe geben, und der gute Rüstung hat, hat keine Waffe. Hätten die das andersrum gemacht, wäre es deutlich gefährlicher geworden. Also hätte der, also der mit der Waffe war halt vermutlich der bessere Spieler, weswegen er die genommen hat. Aber dann macht es doch auch Sinn, dass er ein bisschen Rüstung bekommt von dem. Naja, schade, dass ich da jetzt so oft zurückgebackt wurde, aber okay, er geht an die Kiste, dann bekomme ich ihn auch. Weil die Rüstung hätte ich halt schon ganz gerne. So. Flint und Steel können wir uns auch noch machen. Hätte natürlich auch noch auf ein Eisenschwert sparen können, so, aber... Ich denke nicht, dass wir so schnell irgendwo Eisen herbekommen. Und die tausche ich mal aus. So. Und dann gucken wir noch da vorne in die Kiste eben, die auf dem Berg war. Beziehungsweise sind wir hier an einigen vorbeigelaufen, die theoretisch noch voll sein müssten. Jo, sieht gut aus. Aber ich habe schon ganz gutes Equip. Was fehlt, ist noch ein Bogen. So viele Pfeile habe ich jetzt auch nicht. Also es ist nicht so tragisch, wenn wir keinen hätten, aber... Ich nehme auch gerne einen. So, jetzt sortieren wir hier ein bisschen kurz aus. Zack. Hui. Okay. Wir haben noch ein Zweier-Team auf jeden Fall drin. Die Kiste, da hatte ich ja gelootet, was eigentlich ein bisschen dumm war. Also hätte der andere eine Waffe gehabt und ich wäre da unten mehr oder weniger gefangen gewesen in diesem Loch. Dann wäre es ungünstig gewesen, aber ich habe da jetzt einfach mal drauf spekuliert und habe ja recht behalten, also alles safe. So, ich könnte mir Pfeile noch mehr machen. Ist, denke ich, ganz sinnvoll, wenn wir nicht gerade noch, nicht gerade noch, was wollte ich denn jetzt sagen, Eisen finden, dass ich noch ein Feuerzeug machen kann, weil Feuerzeug, ja, ist die Frage, ist ein Feuerzeug besser als vier Pfeile? Situationsabhängig auf jeden Fall, aber ich würde sagen, ja. Wobei dann, da ich ja dann zwei Feuerzeuge hätte, ist der Überraschungseffekt sozusagen vom Feuerzeug ja schon weg. Und dann ist es auch nicht mehr so stark, also, kann man verschieden sehen, denke ich. Und kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie man das so kann. Ah, schade. Oh, ich glaube, er ist relativ low, oder? Ja, Sniper erzielt. Ah, der hätte treffen müssen. Da unten ist aber Sackgasse, soweit ich weiß. Also wenn er hier reingeht. Sollten wir den bekommen? Okay, er geht wenigstens auch drauf. Ja, okay, es war nicht so gut gemacht, aber ich dachte, er hätte weniger Leben. Man bekommt hier übrigens Achievements mittlerweile, weil irgendwie die Stats alle resettet wurden und auch die Achievements.
Was haben wir bekommen? Sniper und Grüße aus dem Jenseits. Zwei interessante Achievements, würde ich sagen. Und dann machen wir noch eine Runde. Alles klar. In einer Teamrunde. Auf Longford. Zack. Da war jemand relativ langsam. Schade. Das Spinnennetz hätte ich gerne noch gehabt. Ich laufe ungerichtet in irgendeine Richtung, die sogar richtig ist. Oh. Okay, er sieht nicht so aus, als würde er... Na, er läuft aber in die Richtung. Ich hoffe, er kennt die Kiste nicht, die ich mir holen will. Er kennt sie nicht, okay. Eieiei, ich dachte schon, der kennt die. Aber meine Kiste war doch nicht so gutes Zeug drin. Ich dachte, da wäre häufiger ganz gutes Zeug drin. Ist das ein Dreier-Team? Das ist ein Dreier-Team. Ein Dreier-Team. Ich würde sagen, die versuchen wir direkt rauszukicken, oder? Klingt nach einem Plan. Okay. Der mit Eisenschwert ist vorgegangen. Ich werde seine Mates kurz killen. So. Und ja, da vorne läuft er. Und er kommt. So. Oh Gott, er ist da durchgesprungen. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Uiuiui. Okay, und weg. Ich hatte halt keine Rüstung und er ein Eisenschwert, heißt, ich bin irgendwie mit 3 Hits auf jeden Fall tot. Deswegen hatte ich da echt gerade ein bisschen Angst. Aber ich habe nur Fallschaden bekommen und das für einen Schwert-Hit von ihm gehalten am Anfang, glaube ich. Dass die Kiste hier nicht mitgenommen haben, war auch ein bisschen komisch, aber ich glaube, na, könnte sein, dass sie mich gesehen haben und sich dachten, dann rennen wir lieber erstmal, weil die Hinteren hatten ja keine Waffe. So, Schüchchen für mich, 2 Pfeile sind auch nice. Dann fehlt jetzt nur noch eine Hose für mein Glück und vielleicht ein Feuerzeug oder so, aber das ist schon Meckern auf hohem Niveau, sag ich mal. Ich denke, das hier ist dann vorerst auch die letzte Kiste. Ah, ich dachte schon, ich hätte nur eine Lederhose, aber doch schon ein bisschen besseren Stuff gehabt als gedacht. Ja komm, das kann eigentlich alles raus. Wobei, das Holzschwert hätte ich gerne auf den letzten Spot noch gelegt, aber ja komm. Muss nicht sein. So, jetzt bloß die Frage, wo sind Gegner? Ich habe keinen Gegner da leider. Die Map ist relativ groß. Richtung Spawn gehen ist, denke ich, nie so der Fehler. Von der Wahrscheinlichkeit her dürfte man da am ehesten wen treffen, wobei, ist nicht mal unbedingt gesagt, vielleicht gibt es auch irgendwelche OP-Kistenhäuser oder so, wo sich die Leute eher rumtreiben. Aber das wäre dann ja eher am Anfang der Runde der Fall. Und da haben wir jetzt einen Team, oder? Okay, es laggt leider. Das mit dem Zurückbuggen, ich dachte, das wäre besser geworden, aber offenbar nicht. Okay, er läuft rein. Sehr schön. Ah, oh, das war nicht gut. Den hier könnte ich mir aber eigentlich holen. Ja, der dürfte relativ low sein. Und der hat schlechtere Rüstung, hittet aber gut. Oh, das war sehr knapp. Ich dachte, den bekomme ich recht leicht, weil er eben nur Lederrüstung hatte. Aber hat mir dann gut ganz nice Hits gegeben, muss man sagen. Ich werde erstmal ein Stückchen von der Mitte weggehen. Eben wegen der angesprochenen Wahrscheinlichkeit, dass da am ehesten Leute kommen, zumal die von jeder Richtung kommen können. Und dann, ja, kann man schlecht einsehen und so. Okay, mit einem Gegnerradar kann man schon besser einsehen. Hätte ich vielleicht mal früher ins Inventar geschaut. Dann hätte ich mir auch nicht so einen Stress machen müssen. Naja. Zack. Dann sortieren wir hier noch ein bisschen was aus. Ja, komm, ich mach das vorsichtshalber mal. Ich bin ja so schlecht. Zack, zack. Und zack. So. Habe ich... Federn habe ich leider nicht, sonst könnte ich mir noch ein paar Pfeile machen. Aber dadurch, dass es ein bisschen laggy ist, sind Pfeile jetzt auch nicht so das bombenmäßige. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das immer noch am hohen Gras liegen könnte, zumindest teilweise. Und hier kommt man leider nicht durch, aber irgendwo ist hier ein Loch im Zaun, genau. Ich meine, der war alleine, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, in dem Haus drin. Okay, hat eine Eisenaxt. Und er geht hoch. Ist die Frage, ob er sowas hat wie ein Feuerzeug. Ah, er könnte halt jetzt auch da links direkt stehen. Na, ich werde es versuchen, komm. Was soll der Geiz? Und er hittet mich nicht. Ja, okay. War, also ich dachte, es wird gefährlicher tatsächlich. Ja, er hatte jetzt auch nichts Besonderes, was ich noch brauchen könnte, aber... Also Eisenbrustpanzer hat er halt gehabt, deswegen... Ganz gut, dass er
heraus ist, ein Gegner weniger, ist immer gut. So. Auf zum nächsten. Das ist seit langem mal wieder eine etwas bessere Runde. Ich muss sagen, seit diesem Server-Update habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr so gute Hits bekomme. Beziehungsweise habe ich seit der 1.8 sowieso nicht mehr so gute Hits bekommen, aber jetzt noch schlechter als sowieso schon. Naja. Okay. Wir haben ein Dreier-Team gegen den Einzelnen. Das ist doch interessant. Dem Einzelnen auf jeden Fall helfen versuchen. Bitte lauf eine Linkskurve. Schade. Er rennt weg von mir. Na, aber das ist unsere einzige Chance, gegen das Dreier-Team noch irgendwas zu reißen, wenn da auch ein anderer ist. Und, okay. Die gehen runter tatsächlich. Ja, schade. Oder vielleicht auch gut. Hm. Ah, wo ist der? Okay, das war nur ein Angelding. Ja, das ist meine einzige Chance, das Dreierteam irgendwie zu bändigen, denke ich, wenn ich mich da jetzt einmische. Die Gefahr besteht halt, dass die sich umdrehen und auf mich gehen. Aber der Einzelne macht das sehr gut. Ich denke, er hat's gesehen. So. Nice one. Den ein bisschen abgecleant jetzt, aber was soll's. Ich denke, es ist besser für ihn, als drauf zu gehen. So, okay. Und da war es nur noch einer aus dem Dreier-Team. Oh nein, da hänge ich fest. Ah, das könnte knapp werden. Ich habe ein bisschen Angst vor dem dahinter. Dass der mich auch noch will. Auch wenn ich ihm geholfen habe, theoretisch, aber... Also ist halt die Frage, ob er das mitbekommen hat, so. Ist auf jeden Fall ganz nice gewesen. War, denke ich, sehr sinnvoll, dass wir auf den sind. So. Noch eine Eisenhose. Und wir könnten versuchen, ihm jetzt noch da ein bisschen zu helfen, dass die nicht entkommt. Oder ich könnte ihn halt abstauben, aber das wäre assi. Das will ich eigentlich nicht. Ja, ist jetzt die Frage, wenn ich den noch hitte, könnte ich ihn halt so auf ihn boosten. Ja, ich will ihm auch nicht die Kills stehlen, ehrlich gesagt, aber... okay. Die dürfte sehr low sein, also ich denke, wenige Herzen. Und der andere hat nicht so gutes Equip. Dann gönne ich dem anderen da die eine und hol mir den hier. Oh, der noch einen Goldapfel hatte. Sehr schön. Team versus Hacker. Ja, okay. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher. Meint er sie? Okay. Also kam mir jetzt nicht so vor. Wir können es jetzt mal machen, aber... Also, in meiner Welt waren das keine Hacks. Na gut, das ist aber so ein Angeltyp oder eine Angelfrau, wie auch immer. Hat ja einen weiblichen Skin, deswegen... Ja, ist das, denke ich, besser. Dann muss ich mich da nicht mit abnerven. So. Ja, okay, und er geht direkt auf mich. Also ich glaube, das mit dem Hacker-Frau war jetzt auch eher so, dass ja, er danach abstauben kann. Also ein richtiger Assi-Move, aber ich denke, das sollte reichen. Ah, wird eng. Wird sehr eng. Okay. Oh Gott. Alleingang heißt, drei Leute im Deathmatch getötet. Gut. Ja, sorry. Das tut mir echt ein bisschen leid. Für die eine jetzt. Also, wie gesagt... Ah, okay. Es war mir zwischendurch eigentlich schon klar, dass es legit war. Aber dadurch, dass es so ein Angelspammer war. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hatten doch noch eine ziemlich coole Runde zum Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss!